Herzlich willkommen zurück zu Resident Evil. Ich habe Angst. Ich nehme den Part direkt nach dem letzten auf. Keine Ahnung, das Funke mit den Huntern, das macht mir schon ein bisschen beklemmende Angst. Hier war doch eigentlich auch Hunter-mäßig was los. Kommt bestimmt links um die Ecke. Hier war nur Hunter. Hatte ich hier nicht noch einen irgendwie? Nee. Ich habe jetzt schon dreimal überlegt, ob ich da was liegen lassen habe. Orientierung ist noch wie. Achso, warte mal, ich mach mal. Da seht ihr ein bisschen mehr. So, und jetzt kommt bestimmt gleich Hunter. Aha. Okay. Das ist geil. Passt das? Ist okay. Ja, ist okay, oder? Müssen managen mitnehmen. Ihr macht mir ganz gute Gefühle, aber platzmäßig, ne? Platzmäßig. So, und du? Ja. Ja, wir haben im letzten Part die Hunter aufbeschworen, neben vorletzten. Darauf erstmal umziehen. Nee. Oder? Schon cool mit der Weste. Ich bin echt ein bisschen angespannt. Was war denn jetzt los? Der Mund macht komische Geräusche. Das ist die Anspannung. Sag euch das. Gott. Danach spielen wir irgendwas Buntes. Irgendwas, wo keiner stirbt. Ja. Die Seite einmal geklärt. Das ist ein schönes Gefühl. Zwar komplett unnötig gewesen, aber. Ja. Weißt du, es gibt einen so einen gewissen Motivationsschub. Wir gehen erstmal unten lang. Und soll, wie viel Munition haben wir? Ja, schon ein bisschen was, ne? Ich glaube, wir sollten aber eigentlich oben lang gehen. Unten haben wir eigentlich alles entdeckt. Da ist halt hier noch eigentlich jetzt die linke Seite. Ja, gut. Gehen wir oben lang. Oben müsste dann auch das mit der Schlange kommen. Das Spiel hinterlässt emotionalen Schaden. Treppen fielen uns am Anfang auch leichter. So, genau, da wo nur die eine Tür ist und dann immer den Hunter nach. Nee. Hier könnte ich fast noch vorbeirennen, ne? Gucken wir mal. Wenn das war die am Leben. Sehen eigentlich auch manchmal ganz friedlich aus. So, und hier kommen durch zwei auf einmal. Richtig unangenehm gerade hinsetzen. Ich habe einfach nichts getroffen. Ich sehe nichts. Ah ja, okay, hier. Nö. Ist er tot? Dann würde ich damit fast leben. Lebe ich damit? Gefahr, Danger. Ist okay. Ich kann da nervlich nicht nochmal durchgehen. Keine Jumpscare-Spiele. Die werden einfach nur angezockt und dann geht's weiter. Für alle, die neu auf dem Kanal sind, spiele alle Spiele chronologisch an. Ja, ne, Schluss. Okay. Wo sind wir? Ja, dunkle Erinnerung, dunkle Erinnerung. Hier war da irgendwas, ne, mit dem Augen oder so. Ja, Abschiedsbrief. Befehle.
Streng geheim, 22. Juli 1998, 2.13 Uhr. Sowas schreiben immer nur Angeber dazu. 2.13 Uhr, guck mal, wie lange ich munter geblieben bin. An den Leiter der Sicherheitsabteilung der Tag X rückt näher. Führen Sie die folgenden Befehle innerhalb einer Woche durch. Erstens locken Sie die Mitglieder von STARS in das Labor und sorgen Sie dafür, dass sie mit dem BOW kämpfen, damit wir Daten über aktuelle Kämpfe erhalten. Zweitens, entnehmen Sie pro BOW-Typ 2 Embryos, damit wir sicherstellen können, dass alle Arten außer Tyrant vorhanden sind. Drittens, vernichten Sie das Labor Arkley einschließlich aller Wissenschaftler und Labortiere auf eine Art, die nach einem Unfall aussieht. White Umbrella. Naja. So, hier liegt was. Granate. Sehr schön. Love it. Ja, können noch mehr Hunter töten. Hier haben wir eine Handgranate. Gut, die können wir stacken, ne? Sehr schön. Für die Pistole. Er sieht aus, als ob er sich gleich bewegt. Nichts von Interesse. Ach, das war irgendwas mit der Leiter, ne? Dafür muss das aber irgendwie das Licht ausschalten. Da oben. Oben auf dem Hirschgeweih. Zappeduster. Vielleicht sollte ich mir erstmal die hier hinschieben. Könnte klappen. Sie. So. Überwachungskammer. Möchte hochgehen. Bitte. Bitte, bitte. Aha. Ach. Streck jetzt. Ah, okay. Darf zu weit entfernen. Möchten Sie den Augapfel herausnehmen? Ist auch so eine Frage, die ich dachte, dass ich sie nie beantworten müsse. Müsste. Rotes Juwel, sehr schön. Da können wir hin. Oh, ist halt echt die Frage, was es dafür gibt. Mach mal Licht an. Ich habe ein bisschen Angst im Dunkeln gerade. Ja. Cool. So, das war das. Und jetzt entspannen. Aber ich glaube, wir haben die Nummer fürs Türschloss immer noch nicht. Nee. Überlege, wann ich die bekomme. Naja, ich glaube, hier unten haben wir nochmal Hunter. Würde ich die mal wegnehmen? Sagt die Karte hier oben. Ja, das ist der Raum. Gut, dann haben wir hier aber erstmal alles erledigt. An das andere kommen wir durch eine Treppe. Nee, erst wenn wir das Codeschloss haben. Jetzt müsste eigentlich das mit der Schlange folgen, behaupte ich. Mal schauen. Haben wir sauber gemacht. Sehr schön. Liegt da irgendwas? Nee. Was ich aber jetzt mal machen würde, vielleicht nehmen wir die Magnum mit den, obwohl die Shotgun ist hier schon genial. Packen wir die weg, ne? Oder machen die Fire Rounds noch mehr Schaden? Könnte man mal ausprobieren. Sollten mehr Kräuter sammeln. Okay, und der hat immer noch Funktionen. Herrenhausschlüssel. Komm, wir probieren das mal aus. Das hier gegen die. Bei der stand ja, glaube ich, auch Magnum-Geschosse. Beretta. Mal sehen, ob das so funktioniert. Ah, wir müssen eigentlich den ja auch gleich mal abgeben und dann wird es bestimmt weitergehen, ne? Das war ja auch schon beim, wo ich das andere Auge hatte, dass mich das weitergeführt hat. Ist allein wirkungslos. Okay, ja, Kombi meinte ich eigentlich.
Geht auch nicht zu kommen. Muss ich da Code Python oder was? Probieren wir das mal. Oder wäre dir später nochmal wichtig? Ich glaube, das passt an Vitamine und Serin. Was ist Serin? Achso, wie sieht es sonst aus? Gut, ja, dann können wir nämlich nochmal Kräuter sammeln. Wie sieht unser Leben aus? Okay. Ist okay. Mhm. So, Erinnerungen für ein Stück Stulle. Da war ja erstmal soweit alles durch, aber nicht alle Hand erledigt. Auf jeden Fall bin ich jetzt erstmal positiver Dinge. Da können wir noch nicht hin. Ich glaube, wir müssen schon auf die andere Seite. Ja, komm, ich benutze die Treppe wieder hoch. Glaube ich, das Sinnvollste. Und erstmal, was ich machen werde, ist die hier ausrüsten, bevor wir hier rumspielen. Ja, letztes Mal hatte ich die Magnum-Runden und sowas nicht benutzt. Wird schon. So, krass, also am Anfang gar nicht gegruselt, aber das mit den Handtern ist für mich jetzt echt irgendwie doch so ein bisschen, ist mir mulmig. Naja. Also zeigt ja eigentlich einfach nur, was für eine geile Atmosphäre hier herrscht. Obwohl das Spiel halt so alt ist, ne? Ich weiß nicht, ob ich alle Horrorspiele spielen kann. Das ist für mich... Okay, das ist jetzt unfair, das wollen wir nicht. Da war ich nicht drauf, ich war jetzt voll auf Entspannung. Also mulmige Entspannung, aber immer noch Entspannung. Achso, einen Augapfel müssen wir einsetzen. Aber warte mal. Dann habe ich jetzt. Ja, okay. Ist aber sowieso die andere Seite, ne? Ja, okay. Müsste. Ansonsten machen wir erstmal alles frei von Huntern und dann ist Schickimicki. So gespeichert natürlich, weil ich ein kleiner Angsthase bin. Dann werden wir hier mal zum Sprint ansetzen. Der natürlich auch. Du entspannst dich auch, Kollege. Okay. Eigentlich muss man dir auch wegnehmen. Gott. Sollte man ein Pulsmessgerät tragen, aber dann wäre... Sehe ich ja, wie mein Herz gleich explodiert. Das ist es, ne? Das ist es. Das ist der Stoff. War hier keiner? Nee. So, hier. Oh, okay. Und man hier? Ja, aber auch nein. Nee, komm, wir behalten uns erstmal den einen Platz, setzen uns einen Marker im Gedächtnis. Wird eh nichts, aber. Ja. Eine Zwischensequenz. Eigentlich hatten wir ja hier. So, hier war eigentlich nur das mit den.
Vielleicht hat sich hier aber irgendwas geändert. Hier waren ja bloß die Lichter, wo wir gelootet haben. Oh Gott, mein Puls ist auf jeden Fall runtergegangen, seitdem ich diese geile Waffe habe. Ah, guck mal, hier können wir nochmal ein letztes Mal nehmen. Vielleicht hat sich irgendwas verändert. Ich weiß nicht mehr ganz, wo der Raum mit der Schlange war. Ja, hier haben wir auch. Oder hatten wir keinen Platz mehr? Doch, hatten wir alles. Hatten wir alles. Geschirr ist auch alles wieder verrollen. Perfekt. Ach ja, jetzt bin ich tiefenentspannt. Noch nicht tiefenentspannt, aber sag mal, nur noch halber Herzinfarkt. Jetzt könnten wir eigentlich, ist die Schlange noch da? Kann man die eigentlich schwächen? Weil sie hattet was reingeschrieben. Aber nur, dass man die erst später tötet. Er hat sich verzogen. Können wir ja eigentlich Party machen, ne? Die auch kannst du gut ausbauen, das ganze Ding. Bücher und Geräte. Nichts von Nutzen. Warum leuchtest du dann so? Ist wie im Cartoon immer eigentlich Anzeichen für Aktion. Okay. Treppen müssen geixt werden. Erstmal befreien wir die Räume von den Scheusern. Bin ja voll für Artenvielfalt, aber Hunter. Kann's vergessen. Da kommen ja irgendwann auch noch Chimären. Ah. Hier wird sich nichts getan haben, ne? Nö. So, warte mal. Hier waren die zwei Türen. Die eine führt weg und die andere war nur begrenzt, ja. Warte mal, die eine führt aber zur anderen rüber? Stimmt, aber vielleicht hat sich da irgendwas getan. Vielleicht haben wir aber auch einen Hunter da sitzen. Gerade wo der Puls nach unten ist. Auch übertreiben, aber muss bloß gucken, dass ich da keinen Schuss verschwende. Nichts Ungewöhnliches. Gut aufgeräumt, das hatte ich sogar noch im Kopf. Gut aufgeräumt, okay. Tja, da guckst du. Ja, nee, das kam schon mal wieder voll vergessen. Wir gehen da von der anderen Seite ran. Das sollte besser sein. Sollte besser sein. Wenn wir die dann auch ausgeräuchert haben, ist das Leben schon mal wesentlich entspannter. So, aufpassen. Da kannst du auch theatralisch sterben, alles gut. Komm mal her. Nee, komm. Ja, das kannst du aber voll vergessen. Ist das schön, ist das schön, ist das schön. Es sind wirklich die kleinen Dinge im Leben. Und das Blut sieht fast aus, als läuft es da runter. Cool gemacht, hier Special Effects. Ach, ist das alles schön. Hier unten waren, glaube ich, auch einige, ne? Das war ja der andere Durchgang. Ich glaube, ich muss hier runter. Na, schauen wir mal. Geil. So, hier hatten wir aber alles erledigt, ne? Oder war hier das mit der Schlange? Ja, hier war es mit einem Aquarium. See. Ich bin so beruhigt, seitdem ich die Kurt Peiten habe mit dem Magnum. Wie heißt die Dinge eigentlich? Magnum-Geschosse. Das ist absolut Premium.
Na, ist das schön. So ein Quality of Life Ding. Hier immer noch an der Tod. Hier gab es Kräuter. Ah, siehst du? Was? Okay. Schwierig mit dem Platz, aber die liegen zu lassen wäre schwierig. Das wäre dämlich. Damit können wir alle Hunter auf der Welt töten. Hm, ist das schön. Aber hier waren doch wirklich Kräuter. In der Meinung, hier waren Kräuter. Ist auch sehr, sehr indirektes Licht. Möchtest du diese Tür betreten? Cool. Ah, ist das toll. Ich freue mich wirklich. Ich habe schon erwähnt, Cold Python. Ein Träumchen. Was hat mir das Leben erleichtert? Bist du... Waren hier. Waren wir hier nicht vorn? Herrenhausschlüssel. Okay, wir haben wieder Platz. Weiß aber nicht, ob das gut ist. Vielleicht kriegen wir aber einen durch das rote Auge. Yeah! Keine Ahnung, was ich damit sagen wollte, aber es müsste der Raum sein, wo die Schlange kommt. Mit der schönen Cutscene. Ja, genau. Gibt es hier noch irgendwas einzusammeln? Ich habe übrigens keine Medizin dabei. Ein Kamin ist eine Öffnung. Hm, kriege ich doch mal rein. Das wäre ein Zeitpunkt, um sich mal umzudrehen. Die lädt da nicht nach, oder was? Okay, jetzt. Das ist aber auch Verschwendung, was ich hier betreibe. Jo, okay. Da laden wir auf jeden Fall nochmal neu. Geil. Bin jetzt erstmal tiefenentspannt. Ich weiß halt nicht, na, ich will irgendwie das nicht dafür verballern. Wisst ihr, was ich meine? Nee. Ich denke dann wieder an die Hunter und dann sage ich mir auch, nee, weißt du, was wir brauchen? Munition und... So, wir müssen uns den Raum mal in unser Fotogedächtnis. Da ist der Raum. Da ist die Treppe. Müssen zur Treppe. Okay. Müssen zur Treppe. Dann müssen wir dorthin. Okay, das kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Ich bin so tiefenentspannt, seitdem die Cold Python da ist. Jetzt habe ich schon fast niedrigen Blutdruck. Hier müssen auch noch Hunter sein. Zwar ziemlich viele. Schwierig. Speichern? Ja, komm. Risiko. Mit meinem Schnellspeichern. Risiko. Siehst du, und das war schon wieder richtig blöd. Ach, da ist noch einer. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Gibt's da nicht einen PC-Mod? Einfach Hunter, die Cold Python mit einem Magnum geschossen, unendlich.
Da will ich euch in 2 Stunden Part draus machen. Seid ihr alle tot? Okay. Was haben wir denn hier, Rebecca? Ich werde einige Patronen in das hintere Zimmer legen. Benutze sie, wenn es Ärger gibt, Wesker. Das wundert mich gerade ein bisschen. Gut, aber er war ja nie wirklich anti gegen uns, ne? Danke, Wesker, bist der Beste. Das haben wir ein paar Magnum-Geschosse hinpacken können. Ah ja, besser als nix. Das kommt aber wie gerufen tatsächlich. Weil, dann brauchen wir keine Kräuter jetzt erstmal. Was wollte ich? Ja, ja, wollte Shotgun. Ja, okay, okay. Schrotmunition. Ja, das ist sehr schön. Das kann man machen. Und hier haben wir nochmal ein Magazin. Perfekt. Vielleicht müssen wir kombinieren eigentlich. Naja. Ach, bin ich gerade tiefenentspannt. Besser als am Strand sitzen. Okay. Gefällt mir eigentlich gerade nicht. Warte mal. Magazin und Magazin. Wir müssen hier nicht alles vollmüllen. Sind doch keine Höhlenmenschen. Kombi, so, zack, 109. Cool. Mhm. Dann nehmen wir uns auf jeden Fall die Schrotmunition und packen die erstmal dorthin. Das packen wir da drunter. Die packen wir hier hin. Ja, so ist gut. Die können wir gleich kombinieren. Was haben wir sonst noch so? Schrotflinte. Kommen uns noch Hunter entgegen? Wir beten darum, dass sie nicht kommen. So, und dann könnten wir wieder das Heilungsspray. Wir können die Schlange auch anzünden. Haben wir mit einer Benzin? Haben wir leider nicht. Okay. Warte mal, Magnum-Geschosse. Dachte, ich hätte gerade noch mal von welchen gelesen. Nee. Okay, perfekt. Hä? Bin verwirrt, aber ja gut. Passt alles, alles. Knorke. Kombi mit dem, sehr gut. Erstmal Auge einsetzen. Nee, komm eigentlich erstmal zur Schlange hin. Weil... haben wir die Option runterzugehen und da brauchen wir nämlich auch, glaube ich, keine Cold Pine. Wesker bist der Beste. Empfehlung geht raus. 5 Sterne auf Google. Okay. Ich würde aber gerne mal warten, ich will mal gucken. Und erstmal, was wir natürlich machen werden, ist diese Equippen. Könnt natürlich auch gucken, ob ich so ein paar Hunter mit wegfische. Ich glaube, sonst renne ich wieder am Ende. Du spielst mit einer Cold Pint mit 50 Schuss rum. Das ist auch Schwachsinn. Okay, okay, okay. Mhm. Erstmal auf zur Schlange. Aber Kräuter müssen wir wirklich mal sammeln. Waren wir da in der Nähe? Nee, das war auf der anderen Seite mit der, mit dem Auge. Da freue ich mich halt schon, wenn Spiele da so ein bisschen idiotensicherer werden, weil ich brauche das einfach. Vielleicht wird ja irgendwann durch die hunderten Spiele, die hier kommen, die Orientierung besser, aber ich glaube irgendwie nicht dran. Sind wir optimistisch. Ah, okay, okay, okay. Jetzt wird spannend. Ich hätte ein bisschen auf Rebecca gehofft. Wir können natürlich auch ein bisschen die Beinchen bewegen. Ne? Erstmal hier ein bisschen Klavier klimpern. Gibt es sich auch für die Schrotflinte irgendwie Zubehör? Kann ich das überspringen? Nee.
Kann ich da wegrennen? Aber ich kann erstmal einen Schuss hinsetzen, ne? So, nämlich. Und dann renne ich. So. Das ist, glaube ich, egal. Ich glaube, ich kann einfach mal da stehen bleiben. Ich glaube, das ist sogar cleverer, als hier immer umherzurennen. Jo, okay. Von den Autoren. Macht einfach nach. Dreht er sich automatisch um? Da war ich aber mal ein Häppchen. Tatsächlich die, dass mich vollkommen kalt ist. War eine echte Hunter. Vielleicht muss man genau in dem Moment ausweichen. Ist mir am liebsten. Achso, dieses. Okay. Hey. Ui. Okay. Hätte das auch nochmal so eine Cold Python fallen lassen können. Eine Ammunition, ja. Cool. Hammer. Kurz mal abdampfen lassen. So, und jetzt kann man hier. Oh, okay. Ein S. Für Darlang. Starlang. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne Daumen nach oben geben. In 3 Tagen kommt der nächste Part. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Und bald kommen wir auch zu Resident Evil 2. Blind. Also noch nie vorher gespielt. Schönen Abend noch und bis dahin.